Yo, ein fluchtiges Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Ja, richtig cool. Wir haben in den letzten Folgen ja so ein paar kleine Nebenaufgaben erledigt. Haben ansonsten auch noch ein paar sehr coole Sachen gefunden. Unter anderem den Herrn der Wildnis. Und haben einen weißen Leunen besiegt. Richtig cool. Und das hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Jetzt geht's aber wieder in Richtung des letzten Titanens. Das ist ja hier der Titan der Zoras. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können entweder von hier oben da reinklettern. Wir können hier unten lang marschieren über diese Berge. Oder wir nehmen einfach den ganz normalen Weg. Und ich glaube, wir haben jedes Mal bisher irgendwie Umwege genommen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal zumindest so halbwegs den richtigen Weg benutzen. Ich werde garantiert wieder irgendwo anders rauskommen. Aber das ist mir egal. Der letzte Titan. Ich freue mich. Ja, und ich habe mich mittlerweile entschieden, wir werden danach nicht sofort Ganon machen. Wir werden erstmal noch ein bisschen weiter die Welt erkunden. Weil ich glaube, ja, Ganon ist gar nicht so wirklich die Herausforderung. Ich habe sowieso gehört, dass er nicht so mega stark sein soll. Aber das liegt halt auch daran, dass man ihn von vornherein besiegen kann. Das heißt, einer, der quasi ihn mit 3 Herzen besiegt, hat es natürlich schwerer als einer, der da mit, ich weiß nicht, wie viele Herzen es am Ende gibt, 20 Herzen ankommt oder so. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Und wir sind mittlerweile sowieso schon recht gut ausgerüstet. Wir haben schon bessere Waffen, wir haben bessere Rüstungen und ja, viele Tränke, viele Sachen und so. Ich gleite jetzt mal hier rüber. Und ich dachte eigentlich, das regnet in diesem Gebiet immer. Aber anscheinend wohl doch nicht. Das ist cool. So, wir gucken mal, dass wir jetzt da hinkommen. Wir kürzen das Ganze so ein bisschen ab. Natürlich müssen wir hier später nochmal überall langlaufen. Allein schon wegen der ganzen Crocs und so. Aber ich habe gerade gesagt, es regnet hier nicht. Ja, und kaum habe ich das erwähnt, fängt es wieder an zu regnen. Ach ja, ach ja. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so schön. Und so gemein. So. Jetzt können wir hier irgendwie raufklettern. Und finden hier oben absolut gar nichts. Ja, leider gewittert es auch gleich wieder mal. Das ist nicht so vorteilhaft zum Kämpfen. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier auch leider keinen wirklichen Croc oder so. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht unterwegs noch einen finden. Der Steinhaufen sieht so verdächtig aus. Aber da kann ich nichts machen. Nö, schade. So, wie liegt hier überhaupt? Wisst ihr? Da ist irgendwas Besonderes. Was ist das? Ist das auf der anderen Seite? Ja, das ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Da müssen wir sowieso rüber. Da ist eine Brücke. Können wir mal hier hochklettern. Ja. Alter, das geht da noch komplett hoch. Da kommen wir doch nie im Leben hoch. Vor allem nicht bei dem Regen. Da ist auch noch irgendwas Leuchtendes gewesen, ne? Da war gerade irgendwas. Ein Schleichling. Ach, cool. Bam. Ja, cool. Sogar beide erwischt. Richtig nice. Ein bisschen edelwild. Schadet auch nie. Kann man immer mal gebrauchen. Vor allem, wir müssten unbedingt mal wieder was kochen. Das wollte ich eigentlich vor der Folge machen. Das habe ich natürlich wieder mal vergessen. Was ist das hier überhaupt? Okay. Die Geschichte des Volkes der Zoras. 5. Teil. Unsere ehrwürdige Ahnen Ruto. Niedergeschrieben von Dorefarn, König der Zoras. Ruto ist die Prinzessin ja aus Ocarina of Time. Und ich glaube, Dorefarn war dann der Vater anscheinend. Vor langer, langer Zeit, weit vor der großen Verheerung oder der Erschaffung des Titanen Varuta, lebte Prinzessin Zora, Prinzessin Ruto. Ihr Volk liebte sie nicht nur als Tochter der Königsfamilie, sondern auch als Diener der Schutzgottheit des Dorfes. Der Überlieferung zufolge war sie ebenso liebreizend wie lebhaft. Doch das Dorf der Zoras wurde von einem Mann mit finsteren Absichten heimgesucht. Im Zuge seiner Weltherrschaftspläne brachte er Leid und Verderben über das Dorf.
Ruto wurde eine Waise und stellte sich ihm gemeinsam mit der Prinzessin von Hyrule und dem Helden entgegen. Ihre Heldentaten gingen nicht nur in die Geschichte der Zoras ein, sondern waren für ganz Hyrule von großer Bedeutung. Der Titan Varuta, der später für den Kampf gegen die Verheerung Ganon erbaut wurde, wurde nach ihr benannt. Zweifelsohne ist es nicht Zufall, sondern Schicksal, dass unsere Tochter Mipha zur Lenkerin Rutas erwählt wurde. Okay. Ruto kenne ich, Mipha kenne ich nicht. Sagt mir jetzt zumindest nichts. Keine Ahnung, wer Mipha ist. Da drüben ist ein ganz verdächtiger Baum, aber da bin ich jetzt nicht rüber. Komme ich hier überhaupt weiter? Ich habe die Befürchtung, dass ich da nicht weiterkomme. Nein, das ist eine Sackgasse. Da oben komme ich noch nie im Leben hoch. Im Regen. Es hört aber, glaube ich, gerade auf, oder? Sieht auf jeden Fall nicht ganz so düster aus. Mal gucken. Da ist eine Schleichglocke. Wir können auch mal wieder die Rüstung wechseln. Wir nehmen mal wieder die Nachtrüstung. Hier haben wir mittlerweile so viele Rüstungen. Und das sind noch, ich denke, bei weitem nicht alle. Und ja. Mal gucken. Das können wir auch mitnehmen. Das kann man echt gut benutzen. Nur keine Ahnung, wo wir jetzt am besten hier langlaufen. Da oben könnte irgendwas sein. Da können wir mal gucken. Hat es gerade aufgehört zu regnen? Oder sind wir... Nee, wir sind nur unter einem Felsen oder so, ne? Das ist ganz cool. Hier geht es irgendwie richtig weit hoch. Es hat doch aufgehört. Natürlich. Jetzt könnten wir eigentlich mal da oben raufklettern. Das wäre ja mal cool. Ich hoffe immer noch, dass wir die anderen beiden Teile... Nee, es regnet immer noch. Das sah nur so aus. Wir müssen sowieso, glaube ich... Stimmt, wir müssen dann darüber. Wir kürzen gerade voll ab, ne? Das ist recht lustig. Das müssen wir sowieso irgendwann nochmal alles machen. Aber nicht jetzt. Jetzt können wir nochmal hier den Erzbohrer rausholen. Wir haben ja letzte Folge nochmal geguckt, was wir bisher an Edelsteinen haben. Das ist echt utopisch viel, was wir mittlerweile haben. Das ist echt übel. Also an Geld mangelt es uns eigentlich wirklich nicht. Ah, jetzt ist das Problem. Kommen wir da rüber? Ich will da hoch. Kann ich hier einfach hochlaufen? Ja. Da ist noch ein Stein, den wir wegsprengen können oder kaputt hauen können. Das ist cool. Da ist ein Schatz, denke ich, ja. Nice. Ah, immerhin ein paar Rubine. Wir sind total pleite aktuell. Das sieht verdächtig aus. Da sind Erze. Wie kriechen die da weg? Okay. Das ist seltsam. Die muss ich wahrscheinlich mit entweder Sprengpfeilen oder Bomben wegballern. Das will ich jetzt aber gar nicht machen. Ich will gar nicht darunter. Warum leuchtet das da so im Berg? Was leuchtet denn da so? Ist das Absicht oder ist das ein Lichtbug? Jetzt komme ich da nur nicht wieder hoch, ne? Doch. Ah, das ist ja doof. Was ist hier los? Durch. Ach, hier liegen Kisten rum, ne? Ich möchte jetzt aber auch nicht alles mit dem Bohrer kaputt machen, weil sonst habe ich gleich keinen Bohrer mehr. Das wäre auch nicht so gut. Hier leuchtet so viel, ne? Da kann man überall hochklettern, aber nicht bei dem Regen. Das ist doch... Man kann auf dem Reh aufsteigen. Man kann auf einen Reh aufsteigen. Lol. Ich konnte gerade auf das Reh aufsteigen. Kann man Rehe auch zähmen zum Reiten? Okay. Das wäre richtig heftig. Und ich habe die Befürchtung, hier steht irgendwo Monster rum. Deswegen wechseln wir mal wieder das Schwert. Hier ist ein Monsterlager auf jeden Fall. Hier liegt ein Fisch rum. Hier ist auf jeden Fall schon mal irgendwas. Hä?
Hier ist ein Monsterlager, aber hier ist kein Monster. Da ist ein Blitzmagier. Hab ich jemals? Ja. Ein Pyromagus ist das. Elektro-Pyromagus. So. So, jetzt. Ja. Nein, verdammt. So. Ja. Mein lieber Junge. Alter, ich treffe den nicht. Willst du mich verarschen? Da, weg mit dir, Alter. Junge. Was für eine Qual. Das war fail. Ich glaube, das sind alles diese Geschichtsteile hier. Die werde ich jetzt nicht alle durchlesen. Es sei denn, wir müssen das später machen. Vielleicht später werde ich das mal machen, aber jetzt nicht. Das ist mir. Weil wir hatten eben Teil 5 gefunden. Das heißt, es gibt mindestens 5 so eine Geschichten. Die sind mir dann doch ein bisschen zu lang. Vor allem zum Vorlesen. So, jetzt können wir mal hier oben gucken. Hier wachsen so viele Pflanzen auf einmal. Und eine Krog. Nice. Was ist das da unten? Das da hinten sieht lustig aus. Ist das ein Schrein? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, da müssen wir sogar hin. Das ist ein Pilz. Da ist noch ein Stein, aber es wird kein Krog mehr sein. Was ist das? Da muss ich, glaube ich, sogar hin, ne? Wo ist zur Hölle ist das? Das macht so ganz komische Sachen. Östlicher Stausee. Ach, cool. Können wir da durch diesen Luftstrom nach oben steigen? Können wir vielleicht da ganz oben hochfliegen? Das wäre richtig nice. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach, wir sind beim Stausee angekommen. Ach, cool. Da unten ist noch irgendwas. Wir fliegen mal darüber. Zu diesem Teil. Ey, das ist Varuta. Das ist der Titan. Das ist der Titan. Ich will weg hier. Ich will da nicht hin. Ich glaube, wir dürfen da nicht zu nahe kommen. Ich glaube nicht, dass wir da einfach raufklettern können, oder? Das glaube ich jetzt eher nicht. Ja, das ist definitiv der Titan. Der wurde jetzt auf der Karte auch angezeigt. Das ist nämlich ein Elefant. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das ist der Rüssel. Ist ja cool. So. Ich hoffe, dass wir bei den Zoras eine Rüstung bekommen, mit der wir entweder unbegrenzt schwimmen können oder zumindest länger und schneller. Das wäre nice. Weil ansonsten saufen wir hier wirklich wahrscheinlich alle 5 Minuten ab. Und das wäre nicht toll. So. Jetzt hier. So, ist hier jetzt irgendwas? Hier ist überhaupt keiner. Wo sind denn die ganzen Zoras? Was ist das hier? Ein Bett. Hier kann ich schlafen. Ist ohne Witz. Okay. Solange jetzt nicht gleich auf einmal ganz viele Leute um mich rumstehen. Nö. Das wäre gruselig. Da ist ein Schatz. Da steht auf einem Schatz rum. Naja. Es ist halt so eine Sache, ne? Muss ich alle Schätze finden oder nicht? Aber wir müssen sowieso nochmal überall lang später. Holzpfeile, wie geil. Ach, schade, da sind keine mehr. Aber ich glaube, auf der anderen Seite waren auch noch die Krüge. Nein, waren sie leider nicht. Jetzt können wir mal hier raufklettern. Da geht's runter. Was ist das hier überhaupt? Das ist der Stausee, ne? Das ist die Stauseemauer. Ach, nice. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Ja, genau, da wollen wir irgendwo hin. Wir sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Ich bin irgendwie auf Umwegen auf dem richtigen Weg. Ach ja. Was ist das hier? Keine Ahnung, hier sind so viele Schleichlinge, ne? Warum will der Typ keine Schleichlinge haben? Der will Spurtlinge haben, aber ich könnte ihm ganz viele Schleichlinge anbieten. Ach, hier ist sogar ein Schild. Wo geht's denn hier lang? Östlicher Stausee, Donnerhorn. Abkürzung. Okay.
Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Stadt der Zoras. Das müsste sie zumindest sein. Das sieht wirklich sehr danach aus. Ja, hier steht schon mal eine Wache rum. Ist die weiblich oder männlich? Die sieht jetzt grau aus. Vielleicht, die andere war ja rot. Vielleicht ist rot weiblich und grau männlich oder umgedreht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ansonsten ist hier nicht viel los, oder? Ah, noch mehr Holzpfeile. Wir finden ganz viele Pfeile. Das ist cool. So, da vorne stehen noch ganz viele Leute. Oh, hier stehen ganz viele rum auf einmal. Und die Muscheln rum. So weit, so gut. Die haben, glaube ich, Sprachfehler. Noch mehr Holzpfeile. Schleichschnecken, die brauche ich, glaube ich, sogar noch, ne? Für... Was bist du denn? Das sind Kinder. Alter, sind die süß. Ach, wie cool. Das sind kleine Zoras. Ach, die sind ja knuffig. Oh, die sind richtig knuffig. Ach, wie süß sind die denn? Oh, da sind noch mehr. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass die eine Farbe weiblich ist und die andere männlich. Vermute ich jetzt einfach mal. Jetzt ist mein Masterschwert gleich kaputt. Weil wir schlagen einfach noch mal ein bisschen in der Luft rum. Ich glaube, das zählt nicht, ne? Ne, ich muss wirklich was zerschlagen. Das ist doof. Was? Die Geschichte des Volkes der Zoras. 7. Teil, die Sage vom Helden, der den Leunen bezwang. Niedergeschrieben von Dorephan, König der Zora. Lange ist es her, da trieb ein Leune auf dem Donnerhorn sein Unwesen und versetzte das Volk in Angst und Schrecken. Doch dann kam ein Hylianer, dem es gelang, die Bestie zu überlisten und dem Dorf den Frieden zurückzubringen. Der Zora-Helm, den er dabei trug, wird seitdem in eine Seilnähe des Tod in unserem Dorfes verwahrt. Lobpreise die tapferen Taten des Helden Link. Das könnte Totesee heißen. Im Stausee. In der Nähe des Dorfes. Wahrscheinlich hier irgendwo. Das können wir schon mal markieren. Da müsste irgendwo ein Zora-Helm liegen. Den brauchen wir bestimmt später oder so. Ja. Aber ansonsten. Macht der hier eigentlich irgendwas? So, ein Besucher. Wie schön. Der heißt nicht wirklich Kapador. Kapador. So, ein Besucher. Wie schön, dass dich dein Weg in das Dorf der Zoras geführt hat. Du bist doch Link, der Hylianer, der vor 100 Jahren Mipha zwang, ihm in die Schlacht zu folgen, wo sie der Verheerung Ganon anheimfiel. Dein Gesicht, als könnte ich es jemals vergessen. Du solltest wissen, die Alten, die Mipha verehren, sprechen deinen Namen mit Abscheu aus. Doch, ich bin der Meinung, man soll die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Link, ich bin nicht länger Priester und lebe mein Leben nun in grusamer Zurückgezogenheit. Aber seitdem ich aufgehört habe, ist jeder Tag langweilig. Ich sitze Tag für Tag tatenlos herum, bis ich diese Welt dereinst verlasse. Der endet mit da. Das fällt mir jetzt erst auf. Capo da, das ist der Typ, den wir brauchen fürs Dorf. Link, sag mir, was ist der Sinn des Ganzen? Wenn du auf deinen Reisen ein verlobtes Paar triffst, lass es mich wissen. Ich bin entschlossen, ein letztes Mal meine Berufung als Priester zu erfüllen. Habe ich. Das wollte ich hören. Und jetzt verrat mir die Details. Stattfinden soll das Ganze im Dorf Taborasa in Akala. Bis zum Dorf Taborasa in Akala ist es nicht weit. Wenn ich mich also beeile, kommst du zurecht? Mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe Vertrauen in meine Füße und Flossen. Es ist schon eine Weile her, dass ich etwas zu tun hatte. Du solltest auch kommen. Ich treffe in Taborasa schon mal alle Vorbereitungen. Ach, wie cool. Ja, nice. Da haben wir den Typen gefunden, hat sich das doch schon mal gelohnt, hierher zu kommen.
So, ich finde diese Kinder mal noch so süß. Das ist nur die Frage, wo geht's hier überhaupt lang? Keine Ahnung, wo ich hier am besten suchen soll. Hier sind wieder irgendwelche Krüge. Da liegen Bombenpfeile drin, Alter. Da sind einfach Bombenpfeile rausgekommen. Wo ist es durch? Ein Zora-Schild. Cool. Und ein Zora-Schwert. Ach, wie nice. Mittlerweile haben wir wahrscheinlich schon fast alle Waffen gefunden. So, cool. Ja, das ist gammelig schlecht. Das ist auch gammelig schlecht. Gut, ich habe irgendwie die starke Vermutung, dass wir eigentlich zu den Zoras am besten als erstes gegangen wären, weil das irgendwie wahrscheinlich der einfachste Titan ist. Das wird dann auf jeden Fall lustig. Das ist zumindest aktuell meine Vermutung. Eine Prüfung? Hä? La la lu la la. Glanzvolle Licht, eine Prüfung erhält. Wer bist du denn? Ein Juliana. Ein Juliana? Toll! Aber der Prinz ist noch viel toller. Was? Wo ist dieser Prinz? Den werde ich abmurksen. Den werde ich platt machen. Ich weiß nicht, ob die alle überhaupt eine Quest haben hier, weil die alle irgendwas labern. Da vorne steht auch noch einer. Hier ist, glaube ich, der richtige Eingang, ne? Sieht zumindest sehr danach aus. Ich weiß auch nicht, ob da unten noch irgendwas ist. Alter, was ist das hier? So eine Rutsche? Die leben einfach mal Ausdauerkrabben und so. Okay. Habe ich die jemals fotografiert? Nein. Ach, cool. So. Bleib stehen, Mr. Krabbe. Mr. Krabs. Nein. Mr. Krabs hat Selbstmord begangen. Das Leben war doch viel zu schön. Ja. Da steht ein Gerone. Warum auch immer. So viele Verletzte. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Da unten ist ein Schrein. Willkommen. Ach, das ist ein Laden. Ach, hier cool. Hier kann ich wieder Pötte zerstören. Hauptsache, ich kann hier irgendwas kaufen, ne? Steinsalz, Eispfeile. Eispfeile, Holzpfeile. Was ist das? Spurtpfeilchen. Ach so. Die brauche ich alle nicht. Was machen Sie hier, Mr. Gorone? Hallo, du bist ein Hyjana, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf Reisen und bin dabei Prinz Sidon begegnet, der mich dann hierher eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne ein Gewicht zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Sidon meinte, wenn er mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Das hätte er auch schon etwas diplomatischer formulieren können. Ja, ich denke mir mal, dass Prinz Sidon ein Zora sein wird. Da hat ja, glaube ich, mal der eine Typ auf dem Turm was von erzählt. Und eine Gerone oben auf den Zora raussetzen, das könnte ein bisschen schief gehen, glaube ich. Das ist wirklich nicht so schön. Spurtlotus, habe ich den jemals fotografiert? Ja. So, den nehmen wir natürlich mit. Da ist noch mehr Ausdauer-Craps. Wow, hier sind ganz viele neue Waffen. Cool. So, ein Zora-Großschwert, das wird wahrscheinlich... Das ist nicht so schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Also diese... Der wollte sich verstecken im Wasser. Das gibt's doch wohl nicht. So, dann haben wir noch einen Schrein, den können wir kurz machen. Der ist wahrscheinlich dazu da, um hier sich dann her zu teleportieren. Deswegen glaube ich, dass der nicht ganz so schwer ist. Aber mal gucken. So, den machen wir auf jeden Fall noch schnell fertig und dann war's das. Hey, ja, heben und senken. Ach du Heilige. Was soll ich denn hier machen? Mit Eis auf jeden Fall, kann ich? Ich kann das da nicht machen, ne? Habe ich das Problem? Sind die Kugeln magnetisch? Nö. Wie bekomme ich die denn
ist die Frage, wie bekomme ich die denn? Kann ich das Teil da oben treffen? Ja, ich werde gleich von der Kugel umgerollt. Ne, das macht gar nichts. Hä? Heben und senken. Irgendwas kann ich auf jeden Fall machen. Ich weiß nur nicht wo. Bin ich jetzt doof? Wie bekomme ich denn die Kugel da rein? Das ist eine gute Frage. Hehehe. Ich habe keine Ahnung. Gut, ich würde fast sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Denn die Folge wird, glaube ich, wieder viel zu lang. Wir sind bei den Zoras angekommen im Dorf. Haben auch den Typen gefunden, den wir für Tabu Rasa brauchen. Und ich bin gespannt, was wir sonst noch so erleben werden. Bis zum nächsten Mal und immer schön fruchtig bleiben. Ciao!